Ein Mann geht in die Kirche. Das ist zunächst individuelle Privatsache. Doch wenn das viele gleichzeitig tun, um in Gegenwart eines geweihten Bischofs das Pfingstfest zu feiern, dann wird dies plötzlich eine Demonstration für den Glauben. Einen Glauben, der nur mit anderen und durch andere seine volle Kraft entfaltet. Denn Pfingsten heißt für Christen vor allem eines: Gemeinsam ist man stark. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, dass wir glauben können, verdanken wir doch anderen Menschen, den Priestern, Religionslehrern, Papa, Mama, Großeltern, Freunden. Die Kirche ist es, die den Glauben weitergibt, die das Evangelium bezeugt und verkündigt. Die Türen wurden aufgerissen, damit der Geist der Kirche in die Welt kommt, nicht damit die Welt in die Kirche kommt. Und die Apostel sind als Gemeinschaft hinausgegangen, haben in Gemeinschaft mit Maria gebetet. Und das tat man nun auch, gerade außerhalb der Kirchenmauern. In Maria Vesperbild heißt dies, sich gemeinsam zur Lichterprozession auf den Weg zu machen, rund um den Schlossberg zur Mariengrotte. Jedes Jahr kommen Tausende in den schwäbischen Wallfahrtsort, so bei hochsommerlichen Temperaturen auch in diesem Jahr. Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl, man ist nicht allein, ist es, das die Menschen hier anzieht. Das ist Gemeinschaft immer schöner, wie wenn man es alleine macht. Und vor allem die ganze Pilger, das Singen, das Beten, kann man sonst ja nicht so machen. Das sollte man mehr machen, Prozessionen miteinander, also miteinander der gleiche Weg gehen. Das gemeinsame Zusammensein, das ist das Schöne hier dann. Ein tolles Zeichen, dass so viele Menschen kommen und hier mitfeiern und ihren Glauben bekennen und dass man sich hier auch einfach gestärkt fühlt. Gestärkt durch das Pilgern in der Gruppe, ein Pfingstausflug der besonderen Art mit dem Höhepunkt des Abschlusses der Lichterprozession an der Mariengrotte. Doch Pfingsten im christlichen Sinne richtig zu verstehen, heißt jetzt, im Alltag muss es erst richtig losgehen. Pfingsten ist zwar der Abschluss der Osterzeit, aber ich sage mir, jetzt ist der Startschuss auch hinein in den Alltag, in die Zeit im Jahreskreis. Papst Franziskus schreibt in seinem Schreiben Evangelii Gaudium, ich bin eine Mission hier auf Erden und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Das können wir natürlich nicht alleine machen, die Kraft des Heiligen Geistes beflügelt uns, inspiriert uns, gibt uns den Mut und die Kraft, im Alltag Zeugnis zu geben für den Glauben. Durch unser Tun, durch unser gutes Beispiel, aber auch durch unsere Worte. Und das gilt es einzuüben, Worte zu finden, sich zu trauen, auch an ungewohnten Plätzen Gott ins Spiel zu bringen und über die Dinge des Glaubens zu reden, sie auch buchstabieren zu können und sich nicht zu genieren, den Glauben aus der Privatsphäre herauszuholen. Gottes Geist gibt uns dazu den Mut und die Kraft. Ich denke, dass ich bei Leuten und Menschen, die diese Erfahrung der Nähe gemacht haben, die Nähe der Mutter, dass diese Menschen auch von dieser Erfahrung weitererzählen. Und es reicht, wenn sie sagen, war Pfingsten in Vesperbild, war klasse, geh nächstes Jahr wieder hin. Das reicht völlig. Und gerade an Pfingsten hat dies in Maria Vesperbild einmal mehr funktioniert. Durch das Ereignis, das die Christen hier feiern, ist den hier Anwesenden klar geworden, wir gehören alle zu einem Team.